Herzlich willkommen zur NBA auf Wortspedia. Wir schauen uns in diesem Video die Christmas Games an. Zuerst natürlich frohe Weihnachten, wann auch immer du das Video anschaust, und frohe Feiertage, schönen Rutsch ins neue Jahr. Das wird dann das letzte Video wahrscheinlich hier auf unserem Kanal für dieses Jahr sein. Und es endet mit den NBA Christmas Games, die ja so ein Highlight in der Saison sind, was daran liegt, dass diese ganzen Spiele im National TV angeschaut werden. Mittlerweile über die Streaming-Dienste, NBA League Pass und so weiter, kann man zwar als, ich sag mal, junger Mensch wahrscheinlich jedes Spiel sehen, aber die National TV Games haben natürlich nochmal eine andere Stahlkraft. Dementsprechend ist es auch teils eine Ehre, in diesen Spielen dabei zu sein. Und wer am Anfang der Saison eben diese Zuschläge bekommt für die Weihnachtsgames, der freut sich in der Regel. Was ich spannend finde als Europäer vor allem, wo du dir eigentlich denkst, ich will die Feiertage frei haben. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zum allerersten Spiel, die New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers. Und da sehen wir schon ordentliche Siegesserien. In diesem Video gehe ich jetzt nicht auf die Tabelle ein, weil nicht so viel passiert ist seit dem letzten Video. Und die 76ers vor allem, sie haben sich gefangen, auch nicht nur durch diese Siegesserie, sondern sie spielen besser, seitdem vor allem Harden dabei ist. Embiid spielt klasse und die Knicks hatten auch eine sehr, sehr gute Siegesserie, sind dann vom Tabellenkeller fast schon wieder in die Playoff-Plätze gestoßen. Jetzt haben sie einen kleinen Rückschlag gegen die Toronto Raptors gehabt, ist aber gar kein Problem. Vor diesem Spiel spielen sie auch noch mal kurz gegen die Chicago Bulls. Aber dann geht es gegen Philly, die genauso in der Nacht spielen. Gibt ja jetzt Blizzard-Schneesturm-Warnungen in den USA, aber Philadelphia und New York ist ja nur eine gute Stunde voneinander entfernt. Das heißt, die werden trotzdem mit Sicherheit gegeneinander spielen und den Weg in die verschiedenen Arenen finden. Kommen wir hier zu der Quote. Ich sage auch ganz klar, ich würde einfach hier die 76ers 1,77 mitnehmen. Es ist Weihnachten, National TV Game, Joel Embiid hat Bock in solchen Spielen vor allem zu glänzen, und ganz ehrlich, wer soll denn den auf Seiten der 76ers, auf Seiten der Knicks stören, also hindern, da 40, 50 Punkte zu machen, sehe ich nicht. Das Asian Handicap minus 4 ist mir dann schon ein bisschen wieder zu gefährlich, weil die Knicks darf man in dem derzeitigen Lauf nicht unterschätzen, und Over-Under 219 Punkte. Würde ich sogar denken, dass es höher geht, aber um 18 Uhr, also 12 Uhr amerikanischer Zeit, würde ich nie Over-Dinge anspielen, auch wenn sie dann am Ende kommen, weil der totale Rhythmus der Spieler einfach gestört ist. Man kann sich ja das so vorstellen, dass wenn dein Körper immer darauf getrimmt ist, am Abend Leistung zu bringen, und dann spielst du auf einmal 6, 7, 8 Stunden früher, dann ist der ein oder andere vielleicht noch nicht ganz so da in seiner Routine. Merke ich auch in meinem Alter, spiele ja selber Tennis, und wenn ich um 9 Uhr beginnen muss, dann sind die Knochen ganz schön noch steif, und um 14 Uhr bin ich deutlich besser. Ja. So geht es den Profis nicht, die 25 Millionen Dollar und mehr pro Jahr verdienen. Dann um 20 Uhr geht es nämlich direkt weiter mit einem weiteren Leckerbissen. Dallas Mavericks gegen Los Angeles Lakers. Interessanterweise wegen der Zeitverschiebung in den USA ist dieses Spiel natürlich dann auch um 12 Uhr Ortszeit. Mehr oder weniger. Also auf jeden Fall sehen wir hier die Dallas Mavericks um Luka Doncic, der wieder eine Wahnsinnssaison spielt. Aber bei Dallas läuft es nicht so, und LA hat es noch gar nicht angefangen zu laufen. Da ging er letztes Jahr nicht so, dieses Jahr ist es nicht unbedingt besser. Jetzt hatten sie auch mal eine kleine Siegesserie, dann verletzt sich Anthony Davis. Trade-Gerüchte gibt es ja bei vielen Teams mittlerweile. Die Lakers haben es auf jeden Fall bitter nötig, aber ich glaube nicht, dass die irgendeinen Abnehmer finden für ihr Material, was sie anzubieten haben, was ihnen dann wirklich was hilft, sowohl kurzfristig als auch mittel- und vor allem langfristig. Wir sehen Mavs mit 16 Siegen, 16 Niederlagen, ausgeglichene Bilanz, die Lakers ein bisschen hinter. Warum würde ich jetzt hier einfach sagen, lasst uns den Sieg auf die Mavs mitnehmen? Erstens, die 1-2-3 ist natürlich langweilig, könnte man in eine Kombi einbauen, aber wenn wir auch die Asian Handicaps anschauen, ist es hier schon minus 7,5. Ich erwarte, dass die Line zu Spielbeginn eher so bei 5,5 sein wird, und da, das kann man schon mitnehmen, und zwar deshalb, weil Luka Doncic vor allem gegen LeBron und die Lakers irgendwie immer super motiviert zu sein scheint.
die Mavs müssen auch jetzt endlich mal eine Siegesserie starten. Und warum dann nicht gleich an Weihnachten anfangen und bei den Lakers, die ja wirklich keine Gefahr von Downtown, also von der Dreierlinie sind, das kommt Dallas auch sehr, sehr gelegen. Und dann dadurch, dass Anthony Davis also auch nicht dabei ist, was soll da großartig passieren? Also ich weiß, dass Dallas natürlich immer hoch und runter spielt, hoch Ups und Downs hat. Sprich, sie gewinnen gegen gute Teams, dann hauen sie wieder gegen schlechte Teams einen raus, dann versauen sie es wieder in der Schlussphase. Überhaupt katastrophale Clutch-Time oder was auch immer, Performance der Mavs. Das ist schon echt beeindruckend schlecht. Also, sie haben sogar hier, wenn wir einfach mal schauen, dem direkten Vergleich, sind sie vorne. Ja, gibt jetzt ja auch nicht mehr großartig zu sagen, außer dass ich denke, Dallas wird das heimbringen. Dann aber um 23 Uhr für alle, die immer noch wach sind und sagen, sie haben Bock auf die beiden Top-Teams im Osten und das, obwohl Boston nur eins der letzten vier gewonnen hat, sind sie immer noch Erster und Zweiter, also Boston Zweiter, Milwaukee Erster in der Tabelle, kriegt einen absoluten Leckerbissen und viel würde dafür sprechen, dass dieses Spiel vielleicht sogar am Ende der Playoffs im Osten das potenzielle Finale ist. Ich glaube, hier sehen wir die letzten Begegnungen, da hat Boston gewonnen, wobei, gut, das ist dann natürlich noch im letzten Jahr. Summer League steht sogar dabei, also lassen wir jetzt mal außen vor. Die 2-5 auswärts bedeutet ja, dass wir mit einem Asian Handicap uns auch noch eine knappe Niederlage leisten könnten. Und hier diese plus 3,5 auf die Bucks sehe ich absolut spielbar. Bei Boston läuft es überraschend gut bisher über die Saison. Trainerwechsel, die ganzen Querelen, die dann passiert ist, Verletzung von der Neuverpflichtung Gallinari. Das hat alles gar nicht so gestört. Tatum spielt eine absolute MVP-Saison, ist ja mit Antetokounmpo und den vorher genannten Doncic im Top 3-Ranking der MVPs. Und er wird auch bestimmt hier gegen Milwaukee hin raushauen. Aber ich glaube, Antetokounmpo wird so motiviert sein mit seinen Jungs, dass sie das gewinnen und deshalb Asian Handicap plus 3,5 auf die Bucks nehmen wir mit und gehen dann weiter mitten in die Nacht, denn um 2 Uhr zu unserer Zeit, da wird es für die meisten es schon gewesen sein, Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies und die Grizzlies, die sind mittlerweile auch ganz oben angekommen in der Tabelle und zwar sehen wir es hier, mit den Denver Nuggets sind sie punktgleich Erster im Westen, hier diese drei Teams sind im Osten und die Warriors mit einer negativen Bilanz und einem Steph Curry, der wegen Schulterverletzung ausfällt, müssen aufpassen, denn sie gelten ja vor der Saison wirklich als Favorit, sie sind nicht nur Meister, sondern sie haben eigentlich ihr Team beisammen gehalten, aber dann mit dem Schlag in die Fresse von Draymond Green gegen Jordan Poole vor der Saison gab es natürlich unnötige Unruhen und das scheint noch nicht besiegelt zu sein, denn sonst kann ich mir diese schlechte Bilanz der Warriors nicht erklären. Auf der anderen Seite haben wir dann die Memphis Grizzlies. Da gab es ein Interview mit deren Starspieler Ja Morant. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber er wurde irgendwie so gefragt, auf welches Team er besonders schaut oder wo er glaubt, dass sie in den Playoffs spielen werden. Und da hat er gesagt, gegen die Boston Celtics. Das heißt, er sieht sich schon mit seinen Grizzlies im Finale. Das ist eine richtig geile Einstellung. Und er macht sich keine Sorgen um alle gegnerischen Teams im Westen. Und trotzdem mit einer 1-6-3 haben sie natürlich hier eine für mich unattraktive Quote. Und Warriors plus 3,5 daheim. Steve Kerr muss seine Mannschaft top einstellen. Kann man mitspielen oder nicht? Over-Under plus 226 Punkte sehe ich auf jeden Fall, denn beide Teams sind Highscoring pur und diese Wette gefällt mir jetzt in diesem Spiel tatsächlich am besten. Tendenz sage ich eher, ich glaube, dass die Warriors einen raushauen, aber das ist eher Glaube. Alles andere spricht für die Grizzlies, aber die 226 Punkte finde ich insofern spannend, weil ich potenziell, wenn ich jetzt selber hier eine Line setzen würde, die wäre bei mir eher so bei 235 oder 39. Beide haben ja voll Bock auf Scoring, haben jetzt auch nicht so ein großes Ticket im Verteidigen. Also hier die Grizzlies, 143 Punkte kassiert, 132, 110, 118, 125 und Memphis
ja, lass die 142 zu 140 gewinnen und dann machst du hier noch irgend so eine richtige Spaßwette, Over-Under irgendwie hier 246 Punkte, eine Fünferquote. Lassen wir natürlich, aber hier definitiv hat diese Quote aus meiner Sicht Value. Immer mit Bedacht tippen. Ich weiß nicht, ob du das Video anschaust, um dich ein bisschen über Basketball zu informieren, vielleicht die Spiele anzuschauen, was passiert oder sogar zu wetten. Mach dir deinen eigenen Kopf. Bei mir läuft es ehrlich gesagt ganz gut, aber gibt ja auch immer mal schlechte Tage. Und dann haben wir den Tabellenersten. Ex aequo haben wir gerade gesehen mit den Memphis Grizzlies, die Denver Nuggets mit Jokic, der auch wieder überragend spielt, gegen die Phoenix Suns, die so ein bisschen leise in dieser Saison sind, aber trotzdem nicht verkehrt. Also wir sehen hier auch in den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, ähnlich wie die Nuggets, die haben einen mehr draufgelegt. Aber letztendlich sind sie nur 2 Niederlagen schlechter als die Nuggets, also der Westen ist unglaublich eng und vielleicht ist das für die Phoenix Suns, die ich dieses Jahr tatsächlich gar nicht auf dem Zettel habe, am Ende der entscheidende Vorteil, dass sie nicht den Druck des Tabellenerstens und des Hauptfavoriten sind und dann vielleicht frei aufspielen können. Es wird aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages darauf ankommen, ist Chris Paul fit in den Playoffs und wie taugt das Team dann insgesamt. Hier spannendes Spiel, die Quotenverteilung, Nuggets leichter Favorit. Über-Under 231, nicht spielbar. Asian Handicap minus 2,5, würde ich auch nicht spielen. Ich würde dir tatsächlich einfach sagen, die Nuggets gewinnen das Heimspiel in Colorado. Schauen wir mal. Gut, für Arizona, für Phoenix ist es jetzt auch nicht unbedingt der weiteste Weg, aber nee. Jokic macht das. Ich nehme die 1,76 mit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Habt Spaß. Ruht euch aus. Schaut Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Oddspedia, the Sports Betting Community.